Mein Name ist Stefan Meyer und ich habe gerade meinen ersten Roman geschrieben und der heißt Now. In meinem Roman Now versuche ich mir, die Welt von morgen vorzustellen. Die Frage ist, steuern wir auf ein digitales Paradies zu? Und wenn ja, wer darf in diesem Paradies in Zukunft wohnen? Dieses digitale Paradies ist die Now-Welt, weil Now ist der Name dieses perfekten Superalgorithmus. Das Gegenteil dazu ist die Low-Welt. Das sind diejenigen Teile der Weltbevölkerung und auch der Erde als geografische Einheit, die nicht zu diesem digitalen Paradies gerechnet werden. Spark ist der Name der männlichen Hauptperson. Er ist einer der hochrangigsten Vertreter und Mitglieder in dieser kleinen, perfekten, paradiesisch digital gesteuerten Welt. Sparks Welt gerät aus den Fugen, als er Sunway kennenlernt. Sunway wuchs mit einem umherziehenden Clan in der Wildnis auf, das sind die sogenannten Low-Gebiete, und wurde vom Algorithmus identifiziert, weil sie besonders gute und vorteilhafte Gene hat. Spark muss nun versuchen, seine Liebe in das digitale Paradies hinüberzubringen, stellt dabei fest, dass es sich um eine anscheinend verbotene Liebe handelt, und er muss sich entscheiden, ob er dem System Now folgt oder ob er um seine Liebe kämpft.